Hallo, ich bin Simone und ich bin Produktmanagerin bei UFEX Sports. Heute würde ich euch gerne erklären, wie man die Sportbrille richtig reinigt. Dazu muss man unterscheiden zwischen einer trockenen Reinigung und einer nassen Reinigung. Bei einer trockenen Reinigung entfernt man auf der Spiegelscheibe Fingerabdrücke oder kleinere Verschmutzungen. Dafür nehmt ihr am besten euren mitgelieferten Sportbrillenbeutel und fahrt über die Scheibe drüber. Übt nicht zu viel Druck aus, da der Spiegel auf der Scheibe ziemlich leicht zerkratzt werden kann. Falls die Fingerabdrücke dann immer noch nicht weg sind, haut nochmal drüber und geht nochmal mit dem Brillenbeutel drüber und entfernt so den Schmutz. Bei der nassen Reinigung empfehle ich euch, die Brille unter fließendem lauwarmem Wasser zu reinigen und gegebenenfalls bei größeren Verschmutzungen mit einer milden Seife die Scheiben abzuputzen. Vorsichtig solltet ihr mit der Innenseite der Scheibe sein, da hier die beschlagfreie Beschichtung haftet. Man spürt auch ganz leicht einen Widerstand in der Scheibeninnenseite. Für die Reinigung solltet ihr auf keinen Fall Lösungsmittel oder chemische Reinigungsmittel verwenden. Und das Tuch, das ihr benutzt, sollte immer sauber sein und eine weiche Oberfläche haben. Alle Informationen zum Produkt findet ihr auch in der Bedienungsanleitung. Regelmäßiges Reinigen des Produktes verlängert auf jeden Fall die Lebensdauer.